Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Das ist scheiße. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3, zum besten Spiel der Welt. Weiter geht es, wir streifen weiterhin durch die Wälder Myrtanas. Auf der Suche nach entlaufenen Sklaven, die wir töten sollen. Ja, richtig, töten, nicht zurückbringen. Tomporquill, dass wir sie töten. Also werden wir das auch tun. Allerdings nicht jetzt, sondern erst, wenn wir sie gefunden haben, logischerweise. So, dafür müssen wir sie erstmal suchen. Also, dieses Gebiet hier, das checken wir jetzt mal ab. Hier unten werden sie wohl... Ja, was haben wir da? Schwarze Wölfe. Ach, ja, natürlich, ein Bark. Die habe ich fast schon wieder vergessen, diese Scheißviecher. Waage sollte man kennen, das sind sozusagen die Wölfe der Orks. Auch wenn sie hier anders genutzt werden wie in Herr der Ringe. Dort sind es ja sozusagen, naja, Reittiere für die Orks. Das ist hier nicht so. So. Ich weiß gar nicht, ob in Gothic die Waage... Ist das überhaupt, ist Waage überhaupt die Mehrzahl? Na, keine Ahnung, beziehungsweise ob ein Warg eben das, sozusagen das Haustier der Orks ist, weiß ich gar nicht. Ob das in Gothic auch so angedacht ist. Auf jeden Fall gibt es die Viecher hier. Nicht nur an dieser Stelle, sondern an mehreren. Gibt es hier vielleicht sonst noch was, also diesen beiden Truhen? Nope. Das gibt's nicht. Die andere Seite dieses Flusses haben wir ja bereits bekehrt, aber wie weit war ich denn hier? Ach, da vorne, das haben wir schon, ne? Also hier das, genau, da sind die toten Nashörner, die da mal da irgendwann mal gekillt hatten. So, jetzt folgen wir hier dem Fluss und dann treffen wir da auch schnell auf die Waag-Viecher. Und da ist noch ein Lurker übrig, genau, den hatten wir nicht getötet, dass wir auf der anderen Seite waren. Der wollte hier bleiben und nicht mit uns kämpfen. Zack, oh. Aber jetzt ist er trotzdem Geschichte. Der gute Lurker. So, hier haben wir eine Steinwurzel. Dann, bevor ich jetzt zu den... Oder komm, wir speichern gerade mal. Zeit haben wir ja und dann töten wir die... Ich sage es einfach Waage. So, die Waage. Das kann nicht sein. Ein Waag, zwei... Zwei Waag. Nee, Waags. Nee, auch nicht. Waags kann nicht sein. Wie heißt... Wie ist der? Schreibt mal in die Kommentare, wie die Mehrzahl von Waag ist. Wagen. Ach, keine Ahnung. Autos. Auf jeden Fall ist so ein Waag stärker wie ein Wolf. Das sollte man vielleicht wissen. Also so ein Waag ist auch nicht unbedingt das stärkste Vieh, aber wenn die jetzt in noch größeren Gruppen auftreten, sind die schon nochmal stärker. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das hier waren jetzt nur drei. Aber allgemein ist so ein Waag eben stärker wie ein Wolf. Aber insgesamt jetzt auch kein unbesiegbares Vieh, wie man gerade gesehen hat. Da lege ich mich doch lieber mit so einem Wolf an, wie mit so einem solchen Vieh hier. Eben einem schwarzen Wolf. Und war eben bei... Oh, ein Eisamulett. Nice. Brauchen wir aber nicht. Wo wir eben schon bei Supernatural waren. Bei Supernatural ist ein schwarzer Hund nochmal stärker wie hier. Auch wenn es da eigentlich... Eigentlich sind es ja Höllenhunde und kein schwarzer Hund. Aber wurscht. So, jetzt haben wir genug von Supernatural geredet. Achso, von da... Ne, da waren wir ja schon. Da waren die Scavenger. Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr... Feinde. So, den haben wir abgefrühstückt. Jetzt kommst du dran. So. Keine Panik auf der Titanic. Sind alle tot. So, also nicht auf der Titanic, sondern hier. Ach komm. Wir haben genug Keulen. Können wir zwei fressen. Wie viel Fleisch haben wir mittlerweile? Wir sollten die 50 eigentlich haben. 103 rohes Fleisch. Das heißt, wir haben das Doppelte von dem, was der Koch aus Silden von uns will. Das können wir denen dann also demnächst geben, wenn wir wieder in Silden sind. Aber zuerst erkunden wir jetzt hier noch den Rest dieses Berges. Selbstverständlich. Aha. Ne, wir gehen jetzt wollen... Oh, beziehungsweise ich will jetzt aber hier hochgehen. Da rutschen wir momentan noch immer ab. So, hier geht's aber weiter, auch wenn es hier sehr steil ist.
Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass die... hier... Boah, scheiße. Alter, das mit dem Gift hat aber früher nicht so ausgesehen, oder? Geil. Gut, dass wir Gegengift dabei haben. Weiß gar nicht mehr, hört das von selbst auf nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Aber gut, wir haben ja ein Gegengift dabei. Nicht nur eins, sondern mehrere. Ist gut, dass ich die zuletzt noch gekauft habe. Also direkt einen Heiltrank hinterher. Gut, ist natürlich jetzt nicht optimal verlaufen mit dem Blutfliegen. Normalerweise kann man die locker auch killen, ohne vergiftet zu werden. Aber, naja. So, da ist ein Eisenhalm, den checken wir noch. Checken, ja. Den holen wir noch mit. Ja, Scavenger, noch mehr. So. Du kommst auch sofort dran, du auch. Gar kein Problem, aber Scavenger sind jetzt wirklich kein Problem mehr für uns. Schon lange nicht mehr, natürlich. Da war wieder dieser komische Sound. Bug. So. So, hier können die Sklaven natürlich sein. Sich hier aufzuhalten wäre ein bisschen arg komisch. Aber vielleicht ist hier oben noch irgendeine Pflanze. Ich bin Gott, siehst du, da habe ich gefunden, habe ich gefunden. Die entgeht mir nicht, entgeht hier gar nichts. Auch wenn Piranha Bytes normalerweise natürlich an solche Positionen nichts mehr bastelt. Gerade wie hier jetzt in diesem Fall. Weil da ja normalerweise kein Schwein hinguckt. Aber nicht mal dieses Wildschwein. Aber mir ist ja kein Weg zu schade. Fuck. Wenn ich glaube, dass mich gerade wieder dieser Pfeilbug getroffen hat. Beziehungsweise betroffen hat. Scheiße. Aus Versehen ausgepackt und weggesteckt. Das ist natürlich keine so super Idee. So. Ja, doch, ich kann mir doch vorstellen, dass die hier sind. An und für sich, dann wären sie, das hier ist ja auch ein Berg. Dann wird auch das oh, scheiße. Dann wäre auch das, was im Questlog steht, auf jeden Fall mal richtig, weil da stand ja was von Bergen. Ah, ich hasse sowas. So, aber ich will mich hier auf jeden Fall noch komplett umschauen. Und hier überall alles abchecken und abklimpern. Nach Pflanzen und so weiter. Hier könnten natürlich keine Sklaven sein, weil die hier runterrutschen würden, logisch. So. Okay, da ist nichts, ne? Nee. Ah, fick dich doch mal. Dem Rutschen da, ey. Ich glaube tatsächlich, dass die hier oben sind. Die könnten hier wirklich sein. Das ist natürlich hier oben nicht mehr viel, nicht mehr groß. Dieses Gebiet, aber... Hahaha! Meine Freunde, wen haben wir denn hier? Die entflohenen Sklaven. Meine Damen und Herren, wir haben sie gefunden. Das sind zwar noch nicht alle. Nur drei. Aber ist ja wurscht. Wir können mit denen sogar reden. Ha! Guck mal. Und alle ausrauben noch. Du Dieb. Na warte. Ui, er will mich töten jetzt. Macht mir nix. So, ich rede mir noch mit dem. Hier oben hast du keine Überlebenschancen. Hast du eine bessere Idee? Ja, ich töte dich! Oh, scheiße, jetzt kommt die Quest mit dem Rette die Sklaven. Naja, gut, dann haben wir eben eine fehlgeschlagene Quest. Eigentlich wollte ich den nur verarschen, den Kollegen. Egal, dann ist die Quest eben fehlgeschlagen, ist auch wurscht. Zack, der ist auch tot. Und der Dritte folgt sogleich. So, die hätten wir jetzt, wie gesagt, auch zu den Rebellen bringen können, die wir da gefunden haben bereits. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was die so in den Truhen haben. Was sollen Sklaven da großartig drin haben? Rohstahl. Wo haben die das alles her, das Zeug hier? Wäre jetzt noch geiler, wenn ein Erzrohling drin gewesen wäre. Das wäre einfach nur das Geilste gewesen. Hier ist noch ein Rohling drin. Wenn die armen Bauern hier, wenn die Sklaven da einen Erzrohling gehabt hätten. Das wäre einfach nur awesome gewesen. So, gerade verschluckt hier. Leckfett. So. Und hier oben ist dann auch der Rest. Also die anderen beiden Sklaven werden wir auch hier oben irgendwo finden. Das ist zu 100% sicher, weil ich wusste, wie gesagt, eben nicht mehr genau, wo sie sind. Aber ich weiß noch, dass sie alle auf einem Haufen sind. Ah, oh, Glück gehabt. Diesmal kein Gift. Weil so viele Gegengifte haben wir jetzt auch nicht. Gott, sehr schön. So. Bekommen wir schon wieder Angst vor Blutfliegen hin, weil man einmal getroffen wurde. Auch geil. So, hier müssen wir wieder blöd hochjumpen. Auf dieses Plateau hier. Oh, und da drüben waren wir doch schon. Waren wir schon so hoch? Weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall nehmen wir jetzt die Heilwurzel mit und dann war es das auch erstmal wieder mit Let's Play Gothic 3, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Damit haben wir jetzt auch endlich mal die Sklaven gefunden. Und im nächsten Part werde ich dann die anderen beiden noch abschlachten. Und ja, wir sehen uns. Bis dann, bleibt dran und tschüss.